Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword! Heute werden wir keine Sidequests machen. Ich habe mich umentschieden. Ich dachte, wir machen heute mal weiter mit einem neuen Gebiet. Und zwar ein feuriges Gebiet, wie uns gesagt wurde. Also schauen wir doch mal nach, was es damit auf sich hat. Hier bei diesem roten Strahl auf dieser Map. Wenn wir kurz draufschauen. Hier ungefähr ist das. Ich vermute mal, dass hier ein letztes Gebiet sein wird. Aber vielleicht gibt es auch nur drei. Gibt es nur drei? Wahrscheinlich gibt es mehr. Aber die werden wir wahrscheinlich erst von Zeit zu Zeit entdecken. So, jetzt erstmal hier rein. Vielleicht bei Kalibrierung ein bisschen ändern. Ja, yeah, ja, genau. So ist besser. So, nicht zu tief. Nicht zu tief, Rüdiger. So, verlangsamen und ab geht's. In ein neues Gebiet. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dieser Ort ist der Vulkan Eldin, ein noch sehr aktiver Vulkan. Oh, ehrlich? Vulkan Eldin. Dieses Gebiet besteht aus 65% aus Lava, also besteht zu 65% aus Lava und ist voller Kreaturen, die dich alle umbringen wollen. Ich empfehle, auf Gegenstände aus Holz sowie deine Kleidung besonders Acht zu geben. Ja gut, dass wir ein neues Schild haben, das aus Stahl besteht. Falls du in Brand gerätst, würde eine Rolle oder eine Wimmerattacke das Feuer vermutlich löschen. Ja, so einfach kann's gehen. Vulkan Eldin. Da gibt's auch ein weiteres Gebiet da oben. Aha. Oh, das wird ein riesiges Gebiet, Freunde. Na dann! Meine Abenteuerlust sagt mir, das wird ein ziemlich epischer Ort, oder was meint ihr? Hier können wir direkt mal speichern. Ich speichere bei jeder Gelegenheit, weil... Warum nicht? Ja, das ist ein gutes Argument. Auch wenn es automatisch speichert, also wenn man das Spiel startet, dann kann man den letzten Autosave benutzen. Oh, ein neues Item. Du hast Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für deine Vielzahl von Dingen verwendbar. Ah, okay. Okay, ich glaube so langsam, dass die Items... Moment, das hier. Ich verwechsel das immer mit Plus und Minus. Ich glaube tatsächlich, dass diese Items hier fürs... für so nicht so ganz wichtige Dinge sind. Und eher so hier die linken Sachen, die ganzen Käfer, für wichtige Dinge. Was das hier unten ist, habe ich immer noch keine Ahnung, aber das werden wir bestimmt noch herausfinden. So. Ja. Ha, guck mal, was sie hier haben. Wieder so ein Block. Haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Guten Morgen. Flieg, mein Freund. Flieg und sei frei. Für immer. Ja. Oh, er gibt mir als Dank einen einzigen Rubin. Wahrscheinlich sein Gehalt. Okay, toll. Karte. Wollen wir nach oben oder wollen wir nach da? Wisst ihr was? Komm. Es gibt sowieso keinen richtigen Weg, deshalb gehen wir überall lang. Ich weiß nicht, ob ich instant sterbe im Lava. Also, logischerweise schon. Aber in diesem Spiel wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich sterbe ich da nicht instant, sondern kriegt nur ein Herz-Damage. Oh. Leute. Hallo. Komm schon. Ich hab ihn. Du hast zwei Magmarienkäfer gefangen. Angeblich färbt sich dieses Insekt rot, wenn man es mit Erz füttert. Ist sehr ruhig und bewegt sich kaum. Ist doch schon rot. Wie kannst du es denn färben, wenn es schon rot ist? Ein weiterer Käfer in unserer Sammlung. Wir machen eine riesige Sammlung draus. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Wir brauchen irgendwas, womit wir diese Felsen bewegen können. Hm. Zelda-Fans müssten eigentlich schon wissen, was da auf einen zukommt. Aber für die, die es nicht wissen, für die spoiler ich es nicht. Weil Spoiler sind blöd. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Spoiler sind ziemlich blöd, we know. Also geht's wohl hier lang. Ha! 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 Mit einer Rolle, schön in die Lava. Oh. Da sind wieder. Oh, was? Was seid ihr denn? Halt, halt, halt! Ich lasse nicht zu, dass unser Revier hier verwüstet ist. Moment! Hey, Ferry! Der sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kern gehören, oder? Ja, kann schon sein! Aber muss er uns so erschrecken? Nix für ungut! Aber in letzter Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum.
Deswegen liegen wir hier auch im Hinterhalt, um es den Kerlen mal ordentlich zu zeigen. Pff, gerade hast du noch vor Angst gezittert. Wenn du hier auch noch Schätze suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Vor den roten Kerlen. Du bist böse. Aber du bist ganz nett. Du suchst keine Schätze, sondern deine Freundin? Wie sieht's denn aus? Da ist nämlich vorhin jemand vorbeigerannt, ohne uns einen Blick zu würdigen. Aber ich habe nur gesehen, dass er keiner von den roten Kerlen war. Wie immer es war, er ist bestimmt da weiter vorn. Also versuch doch einfach, ihn einzuholen. Girahim vielleicht? Maybe. Die Gestalt, die vorhin hier im Verkauf kam, sah dir ein bisschen ähnlich so vom Körperbau her. Aber die Klamotten waren anders, nicht grün wie deine. Ach, was war das denn? Wurde durchgeglitscht. Ich komme da kaum durch, okay. Ja, ciao Jungs, danke für die Info, auch wenn sie mir nicht sehr viel hilft. Ich würdige den Versuch zu helfen. Und hier gibt es irgendein Secret. Okay, ein paar Rubine. Ja gut, Rubine sind mittlerweile tatsächlich wieder in für mich. Weil jetzt kann ich ja was mit denen anfangen. Und das ist episch. Ha! 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 Ich habe Spaß damit, okay, lass mich. Hä? Du hast einen Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht äußerst gefährlich aus. Neues Item zum Sammeln. Okay. Sehr interesting. Stellt euch vor, am Ende sammle ich so die ganze Zeit alle Dinger und die sind alle unnötig und brauchst du nur für, weiß ich nicht, zum Beispiel Tränke brauen oder sowas. Was weiß ich, was, das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt würde. Ich meine, das kannst du sogar auch machen. Meinte doch ein NPC oder so. Ne, egal. Diese Fledermaus macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ich wusste es. Oh, das war knapp. Was ist das denn hier? Ja, der verbrennt jetzt. Aber die Musik ist schön. Oh nein. Warte, was? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Oh, war das eine Falle? Was macht denn der Link? Hä? Ich komme nicht mehr zurück. Ah, doch jetzt. Ich muss warten, bis die Lava untergeht. Ah. Okay. Das habe ich nicht bemerkt. Das habe ich wirklich nicht bemerkt. Aber es dauert auch so lange. Ja, das dauert viel zu lange. Das hätten die verkürzen sollen. Vor allem jetzt hier in HD. Port hätten sie es verkürzen können. Und für mich ist das Spiel ein Port, kein Remake. Zum Beispiel gibt es ja auch Zelda The Wind Waker. Das hat ja auch HD im Namen, aber es ist ein komplett anderes Spiel, weil alles woanders ist. Alle Städte sind woanders. Und in diesem Spiel, oh, oh, nice. In diesem Spiel ist halt nichts anders. So, ja, ein paar Quality of Life Changes, aber das war's auch schon. Also für mich ist es nur ein Port und kein Remake, so wie The Wind Waker. Hm, dich habe ich hier noch nie gesehen. Gehörst du einfach zu den roten Kerlen? Rote Kerle? Hast du diese Ungeheuer mit den riesigen Waffen nicht gesehen? Die treiben in letzter Zeit hier in Unwesen. Ich kann dir sagen, die sind nicht besonders freundlich. Und du, was führt dich her? Bist du wegen der Donnerblumen hier? Was? Donnerblumen? Was, das sind Donnerblumen. Die wachsen hier in der Umgebung. Donnerblumen also. Sie sind ziemlich gefährlich. Hebst du sie durch Drücken von A auf? Und ziehst die Wurzeln raus, dann fangen sie in einer kurzen Zeit an zu explodieren. Und wenn man dann weiß, wie man sie einsetzen muss, sind sie richtig cool. Wir Magma nutzen sie auch gern. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Also schnapp dir doch mal eine der Donnerblumen hier und probier's aus. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie man etwas wirft oder rollt? Doch. Doch. Natürlich weißt du das. Man kann Objekte hochheben und dann werfen oder nach unten halten und dann rollen. Das ist doch sonnenklar. Fang mal das nächste um. Okay. Probieren wir es doch mal aus. Und so können wir Felsen bewegen. Ich habe nur darauf gewartet, bis es kommt. Hat ein bisschen auf sich warten lassen. Das müssen wir timen hier. Jetzt! Nein, nicht rollen! Oh Gott. Mhm. Wieso rollt er das denn? Link! Steuerung! Jetzt! Ja, muss ich so machen oder was?
Oh shit, was passiert jetzt? Ja, ich dachte schon, alle werden jetzt explodieren. Was ist denn hier drin? Ach, hier kann man mit Vasen üben, oder was? Cool. Was bist du hier? Was ist das denn hier? Achso, da kann ich mich hinsetzen. Ja. Da sitzen wir eine Weile und heilen uns. Na, man kann tatsächlich nicht heilen. Wurde mir auch schon gesagt. Na, oh, ich muss das wirklich ausprobieren. Ich weiß nicht, wie man wirft. Wie man... Aber die wachsen super schnell nach. Hä? Ich hab's jetzt genauso gemacht, wie er es wollte. Ja, die Folge wird jetzt so aussehen. Jetzt hab ich's geschafft. Jetzt hab ich's geschafft. Super duper. So, und hier kannst du machen, was du willst. Einfach rollen, ist auch egal. Spätestens hier hätte ich sowieso gemerkt, dass man die rollen kann. Wow! Da ist ein Gegner, ein fetter Oschi! Ha! Oh oh, das sind wie Minecraft-Slimes. Wenn man sie angreift, verteilen sie sich. Und kleinere Slimes. Oh, oh, du bist so heiß. Ah. Aber nicht im Sinne von attraktiv, sondern im Sinne von hässlich. Oh yeah! Monster Kill. Okay, reicht da noch? Hoch da! Oh, das war alles nur für ein 5er Rubin oder 10er, whatever. Wow. Okay, egal. Machen wir weiter. Oh, ich hab den Schatten gesehen, dachte mir, hier ist doch irgendwas. Ja, hier war eine Feuermaus, Federmaus. Ach stimmt, ich muss ja noch analysieren. Das möchte ich, wenn ich dran denke, bei jedem Gegner machen. Die analysieren. Weil ich das persönlich ziemlich cool finde, um ehrlich zu sein. Ja. Speichern und let's go. Weiter geht's. Ich muss manchmal auf, mein Aufnahmeprogramm gucken. Das sollte aber verständlich sein. Ich möchte natürlich euch die höchste Qualität bieten von meinen Videos. Ja. So, okay. Hier gibt's irgendwas. Oh, oh, rollen und dann soll das weit genug gerollt werden, ja. Bist du explodiert? Super, dann komm mal her. Dich muss ich nämlich rollen. Perfekt. Das Rollen versteht irgendwie besser als, werfen. Aha. Eine kleine Kiste. Was? LOL! Was machen die denn da, die lustigen Typen? Ey, ich will auch so lustige Typen haben. Komm her! Hä? Hä? Fang ihn doch! Hab da! Hab ich den gerade umgebracht? Ich sah noch so dieses, diesen Pikmin-Geist, wenn sie sterben, und dann dachte ich mir, ach shit, ich hab die wahrscheinlich umgebracht. Wahrscheinlich bin ich zu unvorsichtig gewesen, bin auf die getreten und sind die gestorben. Ja, RIP an die kleinen Ameisen, die wollten nur Felsen bewegen, hatten richtig Schiss von mir und ich habe sie aus Versehen umgebracht. Da soll man aufpassen, wo man hintretet. Immer auf dem Boden achten, wo du hintretest. Das ist wichtig. Was willst du hier, Kleiner? Oh, noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kerlen gehört. Er ist vorhin ist ein seltsam gekleideter Mensch in das Loch da geklettert. Vielleicht Girahim. Du glaubst, er könnte deine Freundin sein? Lass mich nachdenken, wie sah dieser Mensch auch gleich aus? Also er war schwarz gekleidet, aber mehr kann ich auch nicht sagen. Dann doch nicht Girahim? Girahim war doch weiß gekleidet. Ha. Da ist ein Herzteil. Aber keine Ahnung, wie man dahin dann kommen soll. Was bist du denn? Der Ort erinnert mich ein bisschen an Pokémon. So Sonne und Mond. Da gab es auch solche Orte, wo so Pokémon aus den Löchern kamen. Ja, okay, gut. Okay, bevor wir jetzt hier lang gehen. Es gab ja hier noch einen Weg. Ja, hier gibt es auch noch einen Stein. Einen kleinen Bonusstein, den ich sehr gerne hätte. Hey ja! Ich weiß gar nicht, wie viele es von ihnen gibt, aber ich denke, wir machen einen ziemlich guten Job mittlerweile. Was sage ich mal, 3 Stück insgesamt? Ja. 3 ist mehr als 1. Danke fürs Zuhören. Und wo geht's hier lang?
Warte, was? Warte, von dir kam. Ach so, warte, Moment, von mir. Ach so, oh, ich bin aber echt Small Brain. Ja, ja, dann bin ich doch hier lang gegangen und dann. Ja, gut, okay. Ja, ich bin Small Brain, egal, let's go, weiter geht's. Wahrscheinlich müssen wir eine Bombe mitnehmen und hier ganz schnell rüber, ohne dass das passiert. Ja, ich hör gar nicht mehr auf. Ich will's mal ausprobieren. Nein? Ja, ein bisschen Marshmallows machen, ne? Und was macht ihr so heute Abend, ne? Lecker. Hm, vielleicht muss ich es von dort schmeißen. Aber wo muss ich denn hinschmeißen? Und vor allem, wie komme ich hier denn bitte durch? Oder Moment, vielleicht muss ich den. Sind die Bomben da, damit ich den besiegen kann? Einfach runterrollen. Oh. Okay, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Habe ich irgendwas, was mir helfen kann? Ja, Schleuder kann kaum helfen. Du vielleicht. Oder stirbst du da direkt im Feuer? Okay, du stirbst direkt. Okay, aber das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich einen Käfer habe, weil der kann zumindest vorausschauen, was doch auf uns zukommt. Das kann sehr nützlich sein. Hier ist so ein kleiner Bokablen. Bokablen. Ja, der hat schon Angst. Aber wofür brauche ich eine Bombe? Ist hier hinten irgendwas? Nee. Akku leer. Oh oh. Ah, was ist denn hier? Kaskade hilft auch nicht. Ja, dann keine Ahnung, wie ich hier langkomme. Gibt es denn keinen anderen Weg? Wir kamen von hier. Man hätte aber auch hier lang laufen können. Ah, nee. Nee. Wir sind hier lang gelaufen. Da oben ging es nicht weiter. Weil wir Donnerblumen dafür brauchen. Irgendwelche, die wir mit einpacken können, zum Beispiel. Hier steht, dass man auch hier lang kann. Stimmt das? Ich weiß aber nicht wo. Wie willst du hier drüber? Hier ist so ein fetter Baum. Das geht nicht. Ich guck mich mal kurz um. Könnte sein, dass wir hier anders noch durchkommen. Zum Beispiel mit dem Käfer hier durchfliegen. Kurz reinschnuppern, was man hier alles so finden kann. Ja, wo geht's denn lang hier? Hoch, runter. Hier ist ein Herz. Okay. Gibt's noch irgendwas? Nö. Und ich werde. Ja, bong. Und da unten? Nee, ich dachte, die wäre wohl ein Schalter. Auch nicht. Ja, dann geht's da wahrscheinlich irgendwann später weiter. Oder so. Ja. Und was war das Tor? Da komme ich auch nicht lang. Oder? Nee. Nee. Okay. Dann muss es ja tatsächlich dort weitergehen bei dem Feuer. Moment. Was? Besteht das aus Stahl oder so? Bonk. Einfach kaputt. Okay. Ich habe eine Idee. Mein Käfer kann doch bestimmt die Donnerblumen. Entweder explodiert oder kann sie mitnehmen. Ach, schade, weil er hat doch so einen großen Maul und da dachte ich, der könnte das mitnehmen. Leider nicht. Er kann die nur aktivieren, aber das bringt nichts, weil das Ding nichts bewirkt. Okay. Was mache ich, damit der aufhört zu schießen? Langsam gehen? Auch nicht. Schild? Falsch. Tasche. Schild. Schild, ja, schon. Ach so, stimmt, hier. Das funktioniert nicht. Verdammt, ich weiß es nicht. Vielleicht doch das hier, aber halt von der Distanz. Nee, scheiße, ich sterbe hier noch. Fei, hilf mir mal. Aha. What? Aura suchen mit Herzen? Als ob ich so schlecht wäre. Okay, danke, Fei. Das ist alles, was du mir sagen kannst. Mein Gebieter, sie sind leider zu schlecht. Ich habe hier eine Suche ihnen mitgeteilt, wie sie, Lebensquellenenergie zuvor mitnehmen können.
Und ja, das freue ich mich. Aber gut, nehmen wir kurz das Herz hier mit, weil ich hab's halt nötig. Wo geht's bitte weiter? Keine Ahnung, wo es weitergeht. Karte sagt auch nichts. Das könnte funktionieren, wenn ich weit genug wegbleibe, dass er halt mich nicht bemerkt, aber ich trotzdem so eine Bombe in ihn reinwerfe, könnte er davon sterben. Oh mein Gott, ey, dieser Gegner. Ich habe jetzt super lang dafür gebraucht, den zu besiegen. Ah, aber er ist tot. Oh Gott, das war so small brain. Ich hatte schon die richtige Idee, aber ich habe es halt falsch umgesetzt. Was haben die denn da für Dinger? Was ist denn das? Schnell weg mit euch, bevor ihr irgendwas mit dem macht. Haut ab! Ah! Gehst mir auf den Sack! Weißt du das? Zack, da bist du schon tot. Okay. Tududum. Gehen wir hier vielleicht noch irgendwas? Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte schön mein Schild ausrüsten. Hast auch ein bisschen Leben verloren aus irgendeinem Grund. Weiß nicht wann, aber irgendwann auf jeden Fall. Autsch! Ja, ich hab's bemerkt. Ja, 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 okay. Was? Darf ich mir vielleicht mal die Umgebung anschauen, bevor ihr mir 20 Rätsel hinterm Weg stellt? Auf den Weg stellt? Du stirbst erstmal, bitte. Pow, you are dead. Bitte sofort, bitte. Das juckt denn nicht? Oder muss ich es reinwerfen? Scheiße, 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 nein, 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 nein. Halbes Herz. Halbes Herz. Heil dich. Trink die kalte Suppe. Hey, die hat gar nicht mal so schlecht geschmeckt. Die war tatsächlich ziemlich yummy, yummy. Okay, vielleicht kann ich gegen die nichts machen. Muss ich das erstmal akzeptieren. Aber vielleicht können wir was anderes mal machen. Hm, maybe. Dilim, dilim. Hm. Oh, schaut mal, wer da wieder ist. Ja, ja, Gucci, Gucci. Ja, die kleinen Ameisen. Ja, komm, einen. Ich will nicht, dass sie wegrennen. Ich will nicht, dass sie... Ja, du bist schon mal verloren. Nein, nein! Hä? Die bringen sich lieber selbst um, als von mir gefangen zu werden? Ja! Du hast einen Elden-Skarabäus gefangen. Dieses Insekt liebt alles, was stinkt und rollt es in dein Nest. Sieht dabei ziemlich niedlich aus. Oh. Ziemlich niedlich. Ziemlich uff. Opa, der hat mich gespürt. Oh nein, das ist nicht gut. Hauen wir lieber ab. Hier oben gibt es zum Beispiel noch was. Oder nicht? Nö. Aha. Da hinten ist noch was. Was bist du denn hier? Dies ist ein roter Schleim. Dieser vor Hitze glühender Schleim setzt bei Berührung deine Kleidung unter deinen Schild in Brand. Führe eine Rolle aus, um Brand zu stoppen. Okay, let's go. Tot, nice. Aha. Wieder so einer oder bist du tot? Er scheint tot zu sein. Tut er weh? Nö. Sicher? Stellt euch das mal vor, wie das wehgetan haben muss. Armer Link. Armer Link. Heilen wir uns kurz. Sehr schön, dass man sich hier entspannen kann. Wir kurz über unsere Probleme reden können. Und dann Link einfach wieder... sich super duper fühlt, als wäre nie was gewesen. Das ist toll. Mhm. Folg mir, komm. Zur Bombe. Zur Bombe. Ach, okay, keine Ahnung, ob man die überhaupt besiegen muss. Ah, das Herzteil! Das Herzteil! Ich hab's gefunden! Ich hab ein Herzteil gefunden! Ja! Ein weiteres noch und wir haben ein neues, komplettes Herz. Haha. Gut. Dann, ouch. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's.
Das Gebiet ist echt riesig, ne? Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht das riesigste Gebiet. Ich glaube, da kommt noch was auf uns zu später. Ah, sie sind hier, sie sind hier! Oh, du bist ja gar keine rote Gelb. No. Musst du dich so anschleichen? Entschuldigung, aber in letzter Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schön viele Monster herum. Ich glaube, mit den roten Viechern meinen die tatsächlich die Bockblins. Ich bin durch das Loch da hinten hergekommen, aber der Weg dahin ist jetzt durch die Lava versperrt. Aber sowas ist kein Problem für uns. Wir graben uns einfach darunter durch. Clever, was? Über das Loch da könnte man die Lava aber abfließen lassen, aber das ist mir zu gefährlich. Über das Loch. Mhm. Wahrscheinlich könnten wir es mit einer Donnerblume fixen. Apropos Donnerblume, wir brauchen jetzt sowieso eine. Oh, dort ist eine deshalb geht der Boden ja auch ganz schnell runter. Ich sehe die Herausforderung. Nein, das schafft er nicht, okay. Dann muss ich's rollen? Kann das sein, dass ich's rollen soll? Bis dahin? Geht so nicht. Ja, hier verliert man halt die ganze Zeit neben, deshalb muss ich jetzt wirklich aufpassen, wie ich der Sache angehe, ne? Und auch wirklich mit der Steuerung lieb werden. Ja! First try! Oder so. Ja, hat geklappt. Und da fließt die ganze Lava weg. Und da sind Luftströme. Wunderbar, Wunderbärchen. Ist das jetzt eine Abkürzung hier? Ich trau mich nicht. Hä? Okay. Das ist mir auch noch nie passiert. Komisch. Egal, lass ich drin, warum nicht? Gut. Gut, 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 gut. Hoch da. Ha! Geht's hier weiter? Ja, natürlich geht's hier weiter. Hier muss es weitergehen! Runter da! Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt? Im Vulkan Elden. Ah, wir sind jetzt mitten im Vulkan, der übrigens noch sehr viel Magma und Lava in sich hat. Also, das könnte sehr brenzlig werden. Oh Gott, bitte, ich hasse mich so sehr für den Witz. Okay, egal, sorry. Kann dann wieder irgendwas ausgraben. X markiert nämlich die Stelle, vielleicht ist ein Schatz. Ja, da war jetzt so ein NPC, aber ich glaube, deshalb geht es da weiter. Deshalb gucken wir uns mal hier kurz um. Ach, okay, das ist der... Nein, 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 nein! Ja, dann zeige ich es halt eben. Ja, hier kommt man wahrscheinlich dann wieder zurück, ne? Yep. Hier kommt man wieder raus aus dem Vulkan. Also man kann jederzeit rein und raus. Besser ist. Und... Da war oben was oben. Hör, ich habe doch gedrückt! Betrug! Betrug! Naja, Leute, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns in der nächsten Folge mal anschauen, was die beiden Jungs uns zu sagen haben. Da oben müssen wir auch dringend lang. Da oben gibt es einen Stein, den ich zerschmettern möchte. Ja. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mit einem Like freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Zelda Skyward Sword. Thank you.